So, und willkommen bei einem neuen Video. In diesem Video werde ich nicht wie im letzten Video alles schnell versuchen zu erklären, denn das wird ein bisschen länger dauern. Und zwar werden wir in diesem Video den Pokémon-Markt einrichten. Das heißt, wir werden erstmal gleich einen Pokémon-Markt bauen, den Innenraum und dann den Verkäufer einrichten. Beim Verkäufer gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir machen es so ähnlich wie bei diesem hier und dafür müssen wir bei jedem Pokémon-Markt einen neuen Verkäufer einstellen. Oder wir machen einfach einen Verkäufer, der beispielsweise, wenn man einen Orden hat, Pokebälle und Tränke verkauft. Wenn man zwei Orden hat, Pokebälle, Superbälle, Tränke, Supertränke verkauft und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir machen einfach pro Pokémon, pro Orden, den man hat, den man mehr hat, verkauft jeder Pokémon-Marktbesitzer andere Sachen. Die Variante finde ich besser. Da muss man nicht extra, wenn man weiß, dass am Beispiel am Anfang eine Anfangsstadt, sprich, das hier ist jetzt unsere erste Stadt mit dem ersten Orden. Hier gibt es nur Tränke und Pokebälle. Das heißt, hier wird man nie wieder in den Markt kommen, selbst wenn man hier in der Nähe ist. Weil man weiß, da kann man nur Pokebälle kaufen. Aber wir machen es ja so, dass man später hier alles kaufen kann. Das heißt, erstmal fangen wir damit an, einen Markt einzurichten. Das heißt, wir gehen bei Stadt 1, Rechtsklick, New Map. Pokemarkt. Irgendwie so nennen wir es. So, Teil Z gibt es ein schönes dafür. Das fünfte, Pokemart. Ja, die Höhe und Weite lassen wir so. Auto-Change, BPM könnten wir halt Pokémon-Markt einstellen. Das hier Pokémon-Markt, dass hier der Sound vom Pokémon-Markt abgespielt wird, wenn man drin ist. Aber ich habe hier den gerade eh aus. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Drücken wir auf OK. Und da sind wir. So, wichtig finde ich jetzt erstmal Ebene 1, dass wir ein bisschen schwarz machen, weil das ein zu großer Raum für einen Pokémon-Markt, meiner Meinung nach. So, dann kommt die der Eingangsbereich. Der Teppich. Damit das jetzt parallel in der Mitte ist, machen wir es so. So, das sieht schön aus. Ich mache das jetzt nicht wunderschön, ich mache jetzt nur erstmal einen schnellen Pokémon-Markt, sonst geht die Zeit wieder drauf wie nix. Habe ich so gemerkt, vielleicht dauert das ein oder anderem zu lange. Hoffe ich mal nicht, aber kann er sein. So, gehen wir auf Ebene 2, machen hier eine schöne Wand hin, hier eine schöne Wand hin und zack, wunderschön. Naja, also wunderschön, nenne ich was anderes. Vielleicht können wir, wie wäre das? Ja, das wäre schon besser. So, jetzt machen wir hier noch so einen Kasten Gegengift oder was da immer drin ist hin. Den können wir hier in die Ecke klatschen. Dann machen wir die Theke. Sagen wir mal, die kommt, wir machen mal einen anderen Pokémon-Markt. Diesmal machen wir es so rum, dass rechts der Verkäufer ist. Normal ist er immer links gewesen. Das heißt, hier dorthin, hier darunter. Achso, hat das jetzt überzogen? Ah, sieht nicht so gut aus, oder? Wie wär's denn? Moment, ich teste gerade was. Vielleicht merkt ihr das schon. Und wenn ich was teste, dauert das immer 3 Jahre. Nur so nebenbei. Nee, okay, ich mach das zurück. Und der kommt. Wo habe ich? Hier. Ah, sieht super aus. Super. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Also, ich bin gleich soweit. Ich hab's gleich, wirklich. Ich muss nur noch mal so umbauen. So, jetzt haben wir eine schöne Theke. So, was fehlt noch? Eine Kasse. Dazu brauchen wir noch mal Ebene 2. Das hier. Dann bauen wir da auf Ebene 3 eine schöne Kasse drauf, die nach rechts guckt. Machen wir beispielsweise hier. Das heißt, der Verkäufer wird dann hier stehen. Dann mache ich schon mal, Switch aus. Mache ich schon mal irgendeinen Baum hin, damit ich weiß, wo er stehen soll. Fenster, haben wir hier was? Was haben wir denn hier noch? Eine Blume können wir hinstellen. Da und da. In die Mitte eine Statue als Beispiel. Ja, wir können ja eigentlich hinstellen, was ihr wollt. Ihr könnt den so einrichten, wie ihr wollt. Ich lasse das jetzt erstmal so. So. Also. Folgendes. Wir wollen, dass der Verkäufer am Anfang erstmal wieder, welchen Verkäufer nehmen wir denn? Gibt es hier wieder einen NPC? Ich suche mal den richtigen Verkäufer, falls ich ihn finde. Gut, habe ich ihn jetzt übersehen oder bin ich doof? Da, das ist er. Das ist der Verkäufer. Der soll nach links gucken. So. Bevor wir irgendwas mit dem machen, müssen wir erstmal einstellen, dass hier, wenn man hier steht, dass man mit dem sprechen kann. Ich hoffe, das ist voreingestellt. Habe ich ja in Video 3 schon gezeigt, übrigens, das ist schon ewig her. Da müssen wir ja auf Counterflag
Schön, haben wir eingestellt, dass man mit dem reden kann. Also, jetzt müssen wir wieder was einstellen. Nimm mal ihn wieder Verkäufer. Wir brauchen eigentlich ganz viele Conditional Branch, einfach nur. Für jeden Orden ein sozusagen. Conditional Branch, hier ist es. So, und dort geben wir jetzt ein Skript ein. Skript, das wird heißen, dieses Dollarzeichen, trainer.numbadges kleiner gleich, ja, 0, ne? Weil 0 soll ja damit anfangen. Sprich, wenn man noch keinen Orden hat, soll man trotzdem was kaufen können. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ne? Gut. NumBadges übrigens mit B, habe ich gerade gemerkt. So, NumBadges. Dann drücken wir auf OK. Hier fügen wir jetzt ein Skript ein. Insert 3 Skript. PB. Pokémon. Mart. Klammer auf. Eckige Klammer zu. Und das ist jetzt quasi das gleiche wie vorhin. Dazu habe ich mal meinen Ordner geöffnet. Wie vorhin. Ich meine, wie Part 14. PBS-Dateien. Dort gehen wir mal auf Items. Items hier. Und dort suchen wir jetzt. Huch. Kann ich das mal Format ändern hier? Wow, sehr gut. So, jetzt suchen wir halt aus, was der verkaufen soll. Normal, naja, da brauche ich erstmal die Liste noch nicht zu. Er soll Potion, einen Trank und... Okay, Pokéball jetzt mit diesem Apostroph oder nicht? Pokéball, gut. Und einen Pokéball verkaufen. Pokébälle. Komma. Klammer eckig zu und Klammer zu. So. Das heißt, wenn man null Orden hat und zu ihm hingeht, verkauft er einem einen Trank und einen Pokéball. Sonst nichts. Jetzt zu den Preisen. Die wollte ich auch erklären in diesem Video. In dieser Textdatei versuche ich mal zu verkleinern. Ja, so ist schön. Vielleicht ein bisschen so. So. In dieser Textdatei nehmen wir gleich mal Potions, den Trank. Potion. Da. Da haben wir es. Potion. Da sehen wir zurzeit, dass es 300 kostet. Wenn wir wollen, dass Trank nur 100 kostet, macht man 100 raus. Wenn wir wollen, dass es 5000 kostet, was weiß ich, ne? Dann machen wir dann eine 4.501.000 und so weiter, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier könnt ihr den Preis bestimmen von Potion. Hier, und das ist hinter jedem Item. Hinter jedem der ganzen Items ist immer eine Zahl, wo es steht, wie teuer sie sind. Sagen wir mal, wir machen eine 3000 raus, damit ihr gleich seht, dass es klappt. Schließen wir und speichern. So. Ja, wollen wir das jetzt testen oder erstmal alles machen? Ist halt die Frage, ne? Wisst ihr was? Ich teste das mal, damit ihr auch seht, dass es klappt. Dazu brauche ich erstmal wieder hier den Ausgang zum Pokémon-Markt. Das heißt, ihr müsst jetzt wieder am besten einfach kopieren von anderen Häusern, die ihr schon gemacht habt. Wie ihr raus und reingehen könnt. Die Teleportation. Das habe ich ja schon erklärt. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell, ne? Und von Eschte die Tür kopieren auf Stadt 1 Pokémon Markt Tür. Das geht dann in den Pokémon Markt rein. So. Übrigens, was ich noch ändern wollte, in Route 1 ganz unten fehlt dieser Anschluss. Schon seit Ewigkeiten. Das regt mich immer auf. Entschuldigung. So, wichtig ist nur jetzt zu wissen, wir haben eben was in der PBS-Datei geändert. Das heißt, das hier wird jetzt laden. Die 18.000 springe ich mal kurz drüber. Bis gleich. Aufnahme läuft. Und ich bin wieder da. Wie gesagt, ich habe das kurz rausgeschnitten. Achso, ich habe gerade geguckt, warum wir da so einen komischen Pokémon haben, aber das habe ich ja mal eingestellt. Jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe hier wieder rüber über diese ganze Kacke. Lalalalala, weil ich keinen Bock habe, dass irgendein Pokémon kommt. Das würde wieder Jahre dauern. So. Das heißt, bevor ich da jetzt reingehe, speichere ich erstmal ab. Unter dem Grund, dass ich nachher nicht wieder hier hochlaufen muss, ne? Weil ich ja wahrscheinlich nochmal hierher gehe. Is it okay to override it? Yes. A save the game. Zack. Mart. Wir gehen rein. Zack. Und sind im Pokémon-Markt. Jetzt reden wir den Typen an. Zack. Welcome. How may I serve you? Why? Wir wollen unbedingt einen Potion kaufen. Oh, der kostet 3000. Das haben wir ja eingestellt. Ein Pokéball kostet 200. Wir haben 3000 Geld. Das wird oben links angezeigt. Wir kaufen mal den Pokéball. Einen Trank. Lustigerweise 3000. Zack. Sind wir pleite.
Jetzt wollen wir den Trank verkaufen. Habe ich schon erzählt, wie viel man fürs Verkaufen kriegt? Man kriegt immer die Hälfte. Als Beispiel Potion 1500. Yes. Jetzt haben wir 1500 für den Trank erhalten, den wir für 3000 gekauft haben. Das ist ein super Deal und wir machen jetzt weiter. So, Pokémarkt. Wie ihr euch vorstellen könnt, müssen wir eigentlich hier nur das hier kopieren und ein bisschen was einfügen. Als Beispiel. Wir kopieren uns das hier jetzt, fügen es da ein. Jetzt haben wir es zweimal, also STRGC und STRGV. Jetzt editieren wir das obere am besten. Das heißt, wir editieren das mit, ja, wenn man drei Orden hat. Ich überlege, ja doch. Wir müssen ja nicht jeden Orden machen. Machen wir jeden zweiten oder sowas, ne? An diesem Beispiel drei oder weniger kann man folgende Sachen kaufen. Was ich mir übrigens auch überlegt habe, beziehungsweise was auch so ist, wenn er mehrere Sachen verkauft, müsst ihr gar nicht immer eine neue Leertaste machen, sondern könnt das auch so aneinander rein. Als Beispiel Potion und Pokéball so nebeneinander, dann könnt ihr das Skript verlängern sozusagen, mehr Sachen einfügen, dass er mehr verkaufen kann. Wenn er jedes Mal hinter jedem Doppelpunkt Enter-Taste drückt, könnt ihr maximal 10 Sachen verkaufen. Das aber, ja, ist euch überlassen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Das heißt, als nächstes soll er, gehen wir auf Items, ein Fluchtseil verkaufen. Ach scheiße, ist ja Englisch. Aber hier, Escape Rope. Escape Rope, zack. Das heißt, wenn man bis drei Orden, soll er unbedingt noch ein Fluchtseil dazu verkaufen. Jetzt verkauft er dann Trank, Pokéball und Fluchtseil. So, das kopieren wir uns wieder. Und also ihr könnt da natürlich noch mehr Items einfügen. Ich will es jetzt ein bisschen schneller machen und nicht tausende Sachen einfügen. Zack, das kopieren wir uns und editieren das obere. So, als Beispiel, wenn wir jetzt 5 Orden haben. Machen wir es mal so, wir geben ganz unten 1 ein. Das heißt, weniger als 1 oder 1. Dann machen wir 1, 3 und 5 und dann 7. Ich weiß nicht, ob wir 8 machen. Ja, 8 machen wir auch noch. Das heißt, wenn man mit 0 Orden hingeht, kann man Potion und Pokéball kaufen. Wenn man mit 1 Orden hingeht, kann man Potion und Pokéball kaufen. Wenn man mit 2 Orden hingeht, Potion und Pokéball und Escape Rope. Und wenn man mit 3 Orden hingeht, auch Potion, Pokéball und Escape Rope. Wenn man mit 5 Orden hingeht, kann man folgende Sachen kaufen. Ups, das Skript ändern wir. Wollen wir diesmal einfach bessere Pokébälle machen? Man kann einen Pokéball kaufen. Warte, das schieben wir nach unten. Dann kann man noch einen Superball kaufen. Was, Superball war, glaube ich, Great Ball. Ja, Great Ball. Und man kann Super Trank kaufen. Super Potion, Komma. Das heißt, wenn man jetzt mit 4 oder 5 Orden hingeht, kann man Potion, Pokéball, Great Ball, Super Potion und Escape Warp kaufen. Also, neue sind einfach der Superball und der Supertrank. Zack. Jetzt haben wir 5, 3 und 1 eingestellt. Am besten gleich weiter mit der 7. Ah, doch. Hier muss man erstmal zu 7 ändern. Zack. Und dann, was soll neu sein? Irgendwas Einfaches, ein Hyperheiler. Wie heißt ein Hyperheiler? Können wir das hier irgendwo sehr schnell finden? Ich will nämlich jetzt nicht so viel Zeit mit verschwenden. Ihr könnt ihr dann einfügen, was er wollt. Zufälligerweise verkauft er jetzt ein Nugget. Das heißt, Doppelpunkt, Nugget, Komma. So. Die mache ich mal nebeneinander, damit ich gleich zeigen kann, dass es funktioniert. Zack. Der verkauft jetzt dann Nugget, wenn man 6 und 7 hat, mehr. Dann kann man noch machen, das kopieren und einfügen auf 8. Zack, 8. Und der soll ganz zufälligerweise einen Meisterball verkaufen. Masterball, Komma. Der Meisterball wird natürlich ein bisschen teurer, ne? Das wisst ihr. Masterbar. Der soll nicht 0 kosten. Wenn man 0 hier stehen hat, nimmt er die Bälle übrigens auch nicht an. Das heißt, schätze ich jetzt, glaube ich, einfach so, ne? Man kann sie nicht verkaufen oder kaufen. Wenn wir wollen, dass er 50.000 kostet, zack, speichern wir das ab. Und das war's. Jetzt haben wir quasi schon den kompletten Verkäufer eingestellt. Diesen Verkäufer, Apply, okay, müsst ihr jetzt quasi jedes Mal kopieren. Einfach nur Kopie. Und dann in den nächsten Markt, in der nächsten Stadt einfach einfügen. Denn jeder Verkäufer verkauft dann das Gleiche. Es sei denn, ihr wollt es anders haben. Ich finde das jetzt so praktisch, wenn man dann einstellen kann, dass der bei einem Orden das und das verkauft, bei ab drei Orden das und das, ab fünf Orden das und das und so weiter. So.
Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich überlege gerade mal, ne? Lass mich mal kurz durchgucken. Theoretisch müssten wir noch unter jedes Skript, fällt mir jetzt gerade so auf, Insert, wo haben wir es? Exit Event Processing. Unter jedes Skript, das wir eingefügt haben, fügen wir jetzt ein Exit Event Processing ein. Das heißt, das kopieren wir uns und fügen es einfach überall unter ein. Zack. Zack. Ja. So. Aber dann haben wir es theoretisch. Ja. Okay. Ich überlege gerade, wie ich am besten zeige. Batch. Wartet, ich mache gerade was. Okay. Okay, ich bin mal ganz kurz weg. Ich drücke nur Aufnahme pausieren und wir sehen uns sofort wieder in diesem Video. So, und ich bin wieder zurück. Ich habe mal hier 5 NPCs eingebaut. Ich werde jetzt die nicht öffnen, denn da gibt es Skripte drin, die enthalten die Orden. Wie man die Orden kriegt, das werde ich ja extra noch in einem Video erzählen. Ich will ja, dass ihr meine Videos schaut. So, der erste gibt uns den ersten Orden, wenn wir ihn anreden. Der zweite, den zweiten und dritten. Der dritte, den vierten und fünften. Der fünfte, den sechsten und siebten. Und der letzte, den achten Orden. Jetzt werden wir testen, jede Phase, ob alles geklappt hat. Wir wissen ja, wenn wir 0 Orden oder 1 Orden haben, können wir nur einen Pokéball und einen Trank kaufen. Danach ein Fluchtseil dazu, bis zu 3 Orden. Ab 4 und 5 Orden noch Supertränke und Superbälle dazu. Danach kommt ein Nugget dazu ab 7. Und ab 8 können wir uns einen geilen Masterball kaufen. So, ich würde sagen, wir starten alles mal und gucken, ob es klappt. Lalala, und es geht los. Wir sind in unserer Stadt und gehen gleich mal in den Markt. So, am Anfang haben wir nichts. Ich will nochmal testen, ob alles klappt. Denn ich habe ja... Das klappt ja schon wunderbar. Warum denn nicht? Gut. Gut. Ich habe gerade eingestellt, dass ich einen Orden habe. Deshalb hat es jetzt geklappt. Wartet mal kurz. Ey. Jetzt haben wir einen Orden. Das hat geklappt. Ich glaube, wir müssen es doch so machen, dass wir ganz unten kleiner gleich 0 machen statt 1. Das tut mir leid, dass das wieder vielleicht ändern musstet oder sowas. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So. Theoretisch, dann kann man dann einstellen. Müsste man noch zwischenstellen. Ja, wartet mal. Das mache ich jetzt eiskalt. Hier, guck mal. Das mache ich mit ganz schnell im Schnelldurchlauf. Da stelle ich noch extra ein. Ein Orden. So. Und da gibt es dann nur... Ja, hier gibt es dann keinen Pokéball. So, was ich jetzt kurz angestellt habe. Ab 0 Orden kann man nur einen Trank kaufen und ab 1 Orden Pokéball und Tränke. Das heißt 0, 1, 3, 5, 7, 8 habe ich eingestellt. Die 0 müssen wir doch haben. Das tut mir leid. Ab 0, wenn man keinen Orden hat, verkauft auch nichts. So hatten wir es eben eingestellt. Das heißt, man brauchte mindestens einen Orden. So, nun haben wir eingestellt, dass man mit 0 Orden einen Trank kaufen kann. Dann gehen wir wieder in den Markt rein. Und wie gesagt, ihr braucht doch eine 0. Welcome, home, I serve you. Zack, er verkauft nur Potions. Und das ein bisschen überteuert. Nein, er kann nichts für uns tun. Zack, ich red ihn an. Und auf A sehe ich, ich habe einen Orden. Komisch. So, mit einem Orden kann ich jetzt, boy, ein Potion und einen Pokéball kaufen. Beide dazugekommen. Wenn ich 2 Orden habe, passiert nichts Neues. Wenn ich 3 Orden habe, kann ich was Neues kaufen. Das heißt, ich red den hier an. Auf A drücke ich und habe 3 Orden. Zufällig. So, dann rede ich ihn wieder an und er verkauft mir einen Escape Warp dazu. Schön, dann klicke ich wieder weg und klicke den dritten Mann an. So, A. Jetzt habe ich 5 Orden. Mit 5 Orden kann ich neue Sachen kaufen, haben wir so eingestellt. Das heißt, ich kann mit 5 Orden jetzt Super Potion und Great Ball einkaufen. Supi, klappt alles perfekt. Nehmen wir den vierten Mann und automatisch haben wir 7 Orden. So, gehen wir wieder zu dem Mann hin und reden ihn an. Jetzt können wir uns ein schönes Nugget kaufen. Will ich jetzt zwar nicht und daher mache ich es nicht. Jetzt gehen wir zum achten Mann. Der gibt uns den achten Orden. Zack, haben wir 8 Orden. Reden wir wieder den Tunte hier an. Bla bla bla. Und er verkauft uns einen Meisterball. Ich schätze mal, ihr wisst jetzt, was ich meinte.
Wichtig ist halt doch, das habe ich vorhin aus Versehen wieder falsch erzählt, am Anfang hatte ich richtig, dann habe ich es geändert, dass ihr mit 0 anfängt. Theoretisch könnt ihr auch einfach einen Ladenbesitzer, sage ich mal, pro Stadt machen, der immer die Sachen verkauft. Dann ist es halt so, der verkauft das komplette Spiel immer das gleiche. In diesem Fall ändert sich einfach halt das, was er verkauft. Also ihr könnt auch so einen Verkäufer in jeden setzen, habe ich gemeint, ne? Den haben wir ja in 4 Minuten letztes Mal geschafft. Das fand ich ziemlich cool. Diesmal haben wir bestimmt wieder 20 Minuten gebraucht. Wahrscheinlich noch 21. Naja, zu der Arena komme ich später, wie man die Orden erhält. Pipapo, das wollte ich jetzt extra nicht zeigen. Habe ich jetzt einfach nur mal 4 Männer erstellt, die ich jetzt wieder lösche, um euch zu zeigen, dass es geklappt hat. Geheimgeschehen finde ich jetzt nicht wichtig. Vielleicht mache ich noch ein extra Video dazu. Habe ich mich jetzt nicht so vorbereitet. Auf jeden Fall speichere ich das ab. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wahrscheinlich übers Pokémon Center.